Auch wenn wir zum großen Konzeptvergleich mit 3 Pickups unterwegs waren, haben wir uns für euch nochmal 2 der Neulinge einzeln herausgepickt. Hier geht es jetzt um den Toyota Hilux und seinen Aufbau von 5010. In einem weiteren Video zeigen wir euch dann den Ford Ranger mit der Seewertkabine. Beim 5010 kommen gleich 2 Neuheiten zusammen. Zum einen der Hilux Modelljahr 2021, zum anderen das neue Hardtop samt Klappdach von 5010. Unsere Basis fährt in der Top-Ausstattungslinie Invincible vor. Ob er wirklich unzerstörbar ist, werden wir sehen. Die Maschine? Ein 2,8 Liter Diesel mit 204 PS. Das ist der Motor aus dem obersten Regal. Das Kabinenmodell von 5010 sitzt auf einem brandneuen Toyota Hilux. Und wie man ganz offensichtlich sieht, der ist weit weg vom Serienzustand. Das D-Experience Allradzentrum hat dieses schmucke Doppelkabiner-Fahrzeug ganz schön aufgerüstet. Wir haben ordentlich Bodenfreiheit. Da ist ein Fahrwerk von Ironman 4x4 drin, komplettes Paket, Unterfahrschutz von AFN, Front- und Heckstoßstange von AFN, macht richtig was her. Die Rockslider sind richtig am Rahmen verbolzt. Also das ist ein ordentliches Geländemobil geworden. Auch wenn alle Zutaten im härteren Terrain wirklich ihre Daseinsberechtigung haben, sind sie auch optisch sehr eindrucksvoll. Also von der Optik her macht der Toyota Hilux natürlich einiges her. Da gefällt er mir schon sehr gut. Was mir allerdings nicht so gut gefällt, ist, dass er relativ laut ist im Vergleich zu den anderen beiden. Und mir gefällt die Haptik vom Lenkrad nicht ganz so gut. Und er lässt sich schwergängiger lenken als die anderen beiden. Die anderen beiden, das sind die Kontrahenten Isuzu D-Max und Ford Ranger. Der Toyota überzeugte im Vergleich mit denen leider nicht, was die Bremsleistung anging. Mit gleich mehreren Metern mehr landete er auf dem letzten Platz. Ansonsten konnte er alle 3 Testfahrer in vielen Punkten überzeugen. Der Toyota Hilux gefällt mir sehr gut. In erster Linie, weil er einfach mal schlappe 30 bzw. 35 PS mehr hat als die anderen beiden. Und das merkt man ganz deutlich beim Fahren. Also da kommt einfach was, wenn man hier drauf tritt. Super Automatik im Vergleich zum Ford Ranger, der in diesem Fall ein manueller Schalter ist, ist das sehr viel angenehmer, auch im Gelände. Und ja, der Verbrauch ist allerdings etwas höher als in den Angaben zum Fahrzeug, denn wir sind jetzt gerade, sagt er hier, bei 15,7 Litern. Gut, wir sind viel Kurzstrecke, viel im Gelände gefahren, aber das ist natürlich ganz schön heftig. Ich glaube, im Stadtbetrieb liegt er angeblich bei 8,5 Litern. Das ist also ein bisschen mehr. Auch mir gefällt der neue Toyota Hilux ziemlich gut, nicht nur optisch, sondern auch technisch. Aber nicht wegen seines Automatikgetriebes, sondern trotz seines Automatikgetriebes. Das ist nämlich nur eine 6-Gang-Automatik. Das empfinde ich als nicht mehr zeitgemäß zugegebenermaßen. Wir haben hier auch nur ein Zuschaltallrad, sprich Start zugeschaltet. Ich kann also bei Schnee und Eisglätte, bei nassen Straßen wie jetzt gerade, bringt mir der Allradantrieb nichts. Da muss ich ihn ausgeschaltet lassen. Da sehe ich die Zeiten eines Permanentallradantriebs zurück, zum Beispiel Mitsubishi L200, VW Amarok. Das war einfach schon eine andere Ansage auf solchen Straßen. Wir haben es ja gerade beim Bremsen auch gemerkt, wie wenig Grip die AT-Reifen auf nassen Straßen bieten. Was mir aber sehr gut gefällt, dass es hier im Fahrzeug die super Mischung aus robusten Kunststoffen, die ich abwischen kann, und einer netten Optik, die jetzt nicht unbedingt nach Trecker aussieht. Also das finde ich gut gelungen. Gibt ein großes Display, was ein bisschen nach mehr aussieht, als es am Ende halten kann. Aber ich fühle mich hier wohl in dem Auto, die Sitze sind gut. Auch hier nicht zu viel übertriebene Technik. Der Fahrersitz ist elektrisch betrieben, der Beifahrersitz wenigstens nicht. Grundsätzlich hat dieser Hilux eine Rückfahrkamera, die ist eigentlich in der Heckklappe verbaut, aber die gibt es ja nicht mehr. Insofern, das ist das Einzige, was mir fehlt. Also da müsste man einfach extern am Aufbau hinten von 5010 nochmal was dran bauen und dann hat man auch eine Kamera. Finde ich ganz schön, wenn man im Gelände dreht und jeden Baum hinter sich auch wirklich gut sieht, denn da ist natürlich einfach ein schwarzes Loch sonst hinter mir.
Windgeräusche auch gar kein Thema. Tempo 60, das ist hier total ruhig. Und auch bei Tempo 120 sieht das nicht großartig anders aus. Also damit kann ich lange reisen und sehr entspannt reisen. Was mir im Fahrhaus noch echt gut gefällt, ist das Display. Es wirkt alles gut aufgeteilt und lässt sich einfach bedienen. Auch hier die Instrumente, das ist alles sehr übersichtlich. Was auch ganz schön ist, ist, dass er hier vernünftige Boxen eingebaut hat. So macht die Fahrt auf der Autobahn noch gleich viel mehr Spaß. Der Fahrspaß stimmt, auch dank des Aufbaus, der in keiner Situation zicken macht oder sonst wie unangenehm auffällt. Mit 180 Kilo fällt der aber auch im wahrsten Sinne nicht ins Gewicht. Auch im Gelände beweist der Hilux seine Qualitäten. Dank der Umbauten wie Höherlegung und Stoßstangen von AFN sind auch anspruchsvollere Passagen kein Problem für ihn. Ferne Wildnis und schwieriges Terrain, das natürliche Zuhause dieses Hilux. Das kostet allerdings auch. Etwa 69.000 Euro seht ihr hier durch die Gegend fahren. Ohne Aufbau, wohlgemerkt. Hat man jetzt schon gute 69.000 Euro in das Basisfahrzeug investiert mit den ganzen Umbauten? Es ist ganz gut, dass das 50-10-System so modular ist, denn dann kann man sich Stück für Stück ranarbeiten. Das volle Programm, wie wir es jetzt hier haben, liegt jetzt mal über den Daumen gepeilt bei 20.000 Euro. Los geht's mit der Kabine, was ja eigentlich nur ein aufgesetztes Hardtop ist, aber schon bei 12.500 Euro. Und wie man das hier so sieht, es geht auch um das modulare Leben. Also ich kann mir die Kabine immer wieder umbauen, wie es meine Bedürfnisse erfordern. Es ist kein Wohnmobil, es sind keine Fenster in den Klappen drin, sondern es ist ein echtes Nutzfahrzeug, was beschlafbar ist. Ich würde mal sagen, es ist die Verschmelzung aus Hardtop und Hartschalendachzelt. Das Herzstück des 50-10-Systems ist diese große Heckklappe. 50-10 gibt es ja schon einige Jahre. Wir waren auch schon mal in Katalonien mit einem Auto mit dem Vorgängermodell bzw. mit dem Flachbettpritschenmodell unterwegs und haben das länger kennengelernt. Diese große Klappe ist auch super als Regenschutz, wie an Tagen wie heute. Aber es ist eben auch der Dreh- und Angelpunkt von diesem ganzen System. Man kann das gut sehen. Hier ist die originale Pritsche. Die Heckklappe ist demontiert. Und ab hier setzt dann dieses Hardtop-Kabinchen auf. Ich komme hier rein und habe letztendlich alle Möglichkeiten. Aber das Entscheidende ist, ich gehe von hier in mein Bett und muss nicht außenrum ins Dachzelt steigen. Das heißt, wenn mal schlechtes Wetter ist, dann habe ich hier drin ein bisschen Wohnraum in meinem Hardtop im Prinzip. Und wenn ich dann schlafen gehen will, dann klappe ich mir das Bett runter und dann fühlt sich das an wie in jedem anderen Geländewagen auch. Und dieses System ist nochmal so ein Hybrid zwischen der richtigen Wohnkabine und dem Hardtop mit Dachzelt. Finde ich sehr spannend, weil es eben sich immer wieder anpasst auf die Bedürfnisse, wenn sich da was ändert. Ich möchte ein Fahrrad mitnehmen, möchte Sachen transportieren, möchte auf lange Reisen gehen, dann ist hier viel Platz für Stauraum, Expedition, dann kommen hier eben 5 Ersatzräder rein. Also ich kann es immer wieder aufs Neue anpassen. Und das funktioniert eben auch, weil alles mit Systemprofilen gebaut ist, mit Alu-Systemprofilen. Das heißt, ich brauche einen Anschlagpunkt hier oben. Gut, dann löse ich mir die Schraube, drehe es nach hier oben und schon ist der Punkt da fest. Ich brauche einen größeren Wassertank, dann verändere ich das und dann baue ich den größeren Wassertank ein. Dementsprechend ist das, was hier drin ist, eigentlich nur ein Beispiel, was man uns jetzt mal eingebaut hat, wie man sowas nutzen kann. Es ist alles andere auch denkbar. Immer wieder aufs Neue, montags anders als freitags. Ist das Dach geschlossen? Ist klar, dann ist es auf dieser Höhe, dann kann ich hier nicht mehr sitzen. Aber sobald es aufgeklappt ist und ich das Bett nach vorne geklappt habe, habe ich hier sehr viel Platz zum Sitzen. Hier ist so eine kleine Sitzgelegenheit angebaut, die auch zum Kinderbett taucht. Also das sind 1,45 glaube ich in der Länge und 80 cm in der Breite. Wenn das Bett unten ist, sind hier noch 50 cm Luft. Also hier kann ein Kind wirklich gut schlafen. Und tagsüber nehme ich dann einfach dieses Brettchen raus. Dann muss ich einmal hier puzzeln. Das kann dann tagsüber hinterm Bett verschwinden. Und dann habe ich eine kleine U-Sitzgruppe. Und dann sieht man jetzt auch ein, wie ich finde, total smartes Ausrüstungsstück. Das sind diese einfach mit Kederschienen eingesetzten Taschen. Kann ich mir mit nach Hause nehmen, befüllen und dann wupp, verschwinden sie hier einfach wieder in der Kederschiene. Sind hier 2 Stück gerade von verbaut. Und genauso mobil ist die Kühlbox. Hier ist Platz für das Lieblingsmodell, was jeder dann so haben will. 40 Liter passen da in die Ecke ganz gut rein.
Und auf der gegenüberliegenden Seite ist die mobile Stromversorgung. Hier ist es jetzt ein Powerpack von EF EcoFlow, aber da kann jeder sich auch was anderes hinstellen. Goal Zero, Yeti, wie auch immer, was er sich da vorstellt. Und dann hat er hier seine Stromversorgung für die Beleuchtung, eben nur für das Nötigste. Ich nehme jetzt mal hier die Kühlbox beiseite und dann kann man ganz gut sehen, wie dieser Denkprozess ist. Wir haben hier unten also einfach die Ladefläche und hier setzt das Hardtop an. Das ist mit sehr massiven Beschlägen angeschraubt. Ich kann es also auch jederzeit wieder abnehmen, wenn ich die Ladefläche benutzen will. Und als Ladeflächenboden hat man jetzt einfach nur eine massive Siebdruckplatte reingelegt. Es ist also nicht gedämmt. Man kann zwar eine Isolierung dazu bestellen, aber für die paar Quadratzentimeter, das ist dann auch wirklich eigentlich unnötig. Ein Kritikpunkt gibt es nach wie vor. Das hat mich auch schon an der Kabine gestört, mit der wir in Spanien unterwegs waren. Das ist dieser Aufnahmepunkt von den Gasdruckfedern fürs Dach. Das ist einfach sehr dünn und da ist immer Bewegung drin. Man sieht das auch, das arbeitet hier alles. Das habe ich mir damals schon stabiler gewünscht. Offensichtlich hält es doch irgendwie, aber ein bisschen wackelig. Das Bett grundsätzlich bietet ausreichend Platz. Das ist über 2,10 Meter lang, aber dennoch wird es hinten dann für die Füße ein bisschen eng. Also man muss relativ weit hier nach vorne rutschen. Angenehm. Anstatt minutenlang ein Dachzelt zu verpacken, klappt das Dach beim 5010 innerhalb von wenigen Sekunden ein. Aus 2,42 Meter Stehhöhe werden 1,19, eher Sitzhöhe. Was hier super gut abgestimmt ist, das ist die Aufstellkraft des Aufstelldaches. Es ist ja dafür entwickelt, dass man da auch Sportgeräte mit drauf transportieren kann. Dementsprechend ein Fahrrad drauf, ein Kajak drauf, überhaupt kein Problem. Ich kann das Dach immer noch leicht auf- und zumachen. Es gibt allerdings einen Punkt an dem Fahrzeug, der ist ganz und gar nicht gut abgestimmt. Und der ist hier vorne an der Vorderachse. Mit diesem großen Fahrwerk, was er richtig an Bodenfreiheit gebracht hat, und den 2,55, 75, 17 Zöllern, gibt es so einen kleinen Interessenkonflikt zwischen Radlauf und Reifen. Schon jetzt im unbeladenen, nicht fahrenden Zustand kriege ich meinen Finger hier nicht mehr dazwischen. Freigängigkeit ist null und das merkt man auch, sobald er einmal einfedert und das Rad ein bisschen eingelenkt ist, dann scheuert es hier. Also da muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden, glaube ich. Klar, an wenigen Stellen muss man noch mal ran. Ebenfalls auf der Minuspunkteliste. Bei Kälte bildet sich Kondenswasser im ungedämmten Aufbau und das Hardtop ist nur mit Aufwand und Hilfe demontierbar. Aber insgesamt gibt der 5010 eine gute Vorstellung ab. Clevere Ideen wie die Stofftaschen oder die Outdoor-Küche machen aus dem Gesamtpaket ein robustes Reisefahrzeug für zwei, denen ein Dachzelt dann doch ein kleines bisschen zu unpraktisch ist. Übrigens, solche Canopy-Camper, also Hybriden aus Dachzelt und Hardtop, sind besonders in Australien und Südafrika beliebt. Mal sehen, ob es 5010 gelingt, so einer Kombination auch hierzulande zum Erfolg zu verhelfen.